Willkommen zum Satzang. Hallo, Jo hier. Jona. Nee, wer ist das? Jo hier. Hallo, Jo hier. Hey, hey. Namaste, bin da. Boris, guten Abend allerseits. Es gibt ein kleines Echo. Hallo Boris, ist das Echo jetzt immer noch da? Ja, das war mein Kopfhörer. Ich habe ihn gerade eben runtergedreht, die Lautstärke. Alles klar. Ja, wie immer sind mir Fragen oder auch Beiträge, was immer ihr schreiben wollt, sehr willkommen im Chat. Einfach einen Nick eintragen, einen Namen eintragen, eurer Wahl. Ohne Passwort, ohne Registrierung, einfach loslegen. Es müssen keine Fragen sein. Ich bin jetzt erstmal eine Weile still und ihr könnt euch ja irgendwas überlegen und das dann schreiben. Würde mich sehr freuen. Hey, er. Aloha. Hattest du eine gute Heimfahrt? Jail schreibt, Namaste aus Karlsruhe. Namaste aus Lüneburg. Er schreibt, es hat geregnet wie beim Weltuntergang, aber gut gereist, ja. Ja, sehr schön, freut mich sehr. Ja, ich bin auch ein bisschen nass geworden auf dem Rückweg. Aber nichts schlimm, alles gut.
Ja, das ist heute ein echter Satz, sagen, weil ich habe nämlich ganz schön viel gefuttert. Habe ich ein bisschen überfuttert. Ja, satt, sagen. Musste sein. Gut, ich werde mal ein bisschen was erzählen, wenn keine Fragen oder Beiträge momentan sind. Ja, mir geht es um Wahrheit. Und ich meine eine Wahrheit, die allumfassend ist. Eine Wahrheit, die keine Möglichkeit hat, irgendwas auszulassen. Und wenn man sich das mal vorstellt, dann weiß man ganz schnell, dass diese Wahrheit wirklich allumfassend ist, dass da nichts nicht dazu gehört. Also ich meine wirklich nichts. Und diese Wahrheit ist absolut perfekt, wie sie ist, wie sie jetzt ist. Das heißt, es fehlt nichts, es muss nichts erreicht werden und es ist nichts falsch mit dem Zustand, in dem ich mich jetzt befinde. Es ist nichts falsch mit meinen Gedanken, es ist nichts falsch mit meinen Gefühlen. Da muss ich gar nichts ändern. Weil das alles Teil dieser Wahrheit ist. Alles. Ohne Ausnahme. Gott hat sozusagen keine Löcher. Ist ja nicht wie ein Käse, ne? Mit Löchern drin und so. Man hat ja immer das Gefühl, Gott ist überall vielleicht oder sonst wo, aber nicht da, wo ich bin. Aber das ist ein Irrtum. Gott ist genau auch da, wo ich bin. 100% bin ich das. Keine Möglichkeit, rauszukommen. Keine Möglichkeit, was anderes zu sein als Wahrheit. Und das gilt für jeden. Auch wenn man das Gefühl hat, dass irgendwas fehlt, dann ist das auch die Wahrheit in dem Moment. Auch wenn man das Gefühl hat, man müsste was erreichen, dann ist das auch die Wahrheit in diesem Moment. Und das darf auch so sein. Man darf auf der Suche sein. Man darf Sehnsucht im Herzen haben. Man darf Dinge anstreben. Wenn es denn so ist, dann ist es einfach so. Dann ist es jetzt so. Und das Beste, was ich damit machen kann, ist es einfach zu sehen, dass es so ist. Und das als Teil des Ganzen zu begreifen. Ich brauche es nicht ändern. Weil wenn ich es ändere, dann habe ich es vielleicht, wenn ich Glück habe, habe ich es geändert und dann kommt die nächste Sache wieder. Und die will ich dann auch wieder ändern. Und dann bin ich im ewigen Ändern wollen, immer wieder ändern.
Das nimmt kein Ende. Also sehe ich, dass alles jetzt schon Wahrheit ist, dass jetzt schon alles Gott ist. Dass jetzt schon alles perfekt ist. Aber suchen ist erlaubt, Fragen stellen ist erlaubt, denken ist erlaubt. Da muss nichts sich ändern, nichts muss aufhören, nichts muss anders werden, besser werden. Ich darf so sein, wie ich bin. 100%. Jo hier schreibt, wunderbar das. Das in Großbuchstaben, ja. Genau. Wunderbar. Das ist es. Wunderbar. Wunderschön. Genau jetzt. Genau hier. Boris schreibt, sehr berührend diese Worte. Vielen Dank, Boris. Freut mich. Ja, Leute, mutige vor. Jede Frage, jeder Beitrag ist zutage gekommen. All das, was ihr schreibt, ist eben nur das, was ich von euch mitkriege. Mehr kriege ich leider von euch nicht mit. Also schreibt mir was.
Jo hier schreibt, erzähl doch mal, was du unter mutig verstehst. Braucht es Mut, so zu sein, wie man ist? Nee, natürlich nicht. Aber ich kenne das selber von mir. In so einer Gruppe oder im Internet was zu schreiben, ist manchmal erfordert eine gewisse Überwindung, dass man vielleicht ja, sich nicht traut oder so. Das gibt's ja alles. Ne? Ja, es war einfach so salopp dahingesagt. Ich wollte damit nicht unterstellen, dass hier jemand damit ein Problem hat. Und manchmal kann es auch sein, dass es ja, dass es eben, dass man so ist, dass man Mut braucht, um zu sein, wie man ist, ja. Was aber nicht ein Widerspruch ist. Das gehört aber auch dazu, Angst zu haben, was zu machen, was man gerne machen möchte. Und dann hat man vielleicht den Mut, das doch zu tun. Kann durchaus passieren. Das verstehe ich unter mutig. Naja, was mutig ist, weiß ja jeder. Ne? Das kann auch mal Mut erfordern, zu sich zu stehen, natürlich. Oder ich finde das eigentlich, das ist mutig, wenn man immer zu sich steht. Weil das auch häufig bedeutet, gegen Widerstände anzugehen oder es bedeutet, dass man anhängt oder es bedeutet, dass man riskiert, dass andere einen eben nicht so mögen dann, wenn man voll zu sich steht. Weil das bedeutet ja hundertprozentige Authentizität, Echtheit. Und das ist eben nicht immer willkommen. Also hier weniger, aber allgemein ist es ja manchmal nicht so willkommen. Ne? Echtheit und so, Ehrlichkeit, das kann schon mal anecken. Und vor allen Dingen zu sein, wie man ist. Ja, wie ist man denn? Ne? Weiß man das immer, wie man so ist? Muss man das eigentlich wissen überhaupt? Muss man das wissen, wie man ist, um zu sein, wie man ist? Muss man das da wissen, wie man ist? Schwierige Frage, ne? Eigentlich ist man ja immer, wie man ist. Ne? So. Aber vielleicht beinhaltet das auch mal eben, dass man anders sein möchte. Das wäre dann auch wieder Echtheit oder Ehrlichkeit, wenn man dann dazu steht. Wenn man das merkt, ich möchte anders sein, als ich bin, dass man einfach dazu steht. Dass man das merkt und sich eingesteht, ja Mensch, ich möchte doch irgendwie anders sein, als ich bin. Ich möchte mich anders, ja. Ja, das ist ja scheinbar ein Widerspruch. Ne? Boris schreibt, da fällt mir ein schönes Zitat von Samarpan ein, was ich gerne mag. Das Universum wird dich unterstützen, egal was geschieht. Das Göttliche liebt dich, egal was passiert. Ob du Erfolg hast oder einen Fehlschlag allein, das spielt keine Rolle. Du bist, das ist dein Urgrund. Du bist, darauf kannst du vertrauen. Wie du bist, wer weiß das schon? Wie es ausgehen wird, wer weiß? Niemand weiß es, du wirst sehen, was kommt. Ja, vielen Dank, Boris, für den Beitrag. Sehr schön, ja. Das meinte ich eben, ne? Wie du bist, wer weiß das schon, ne? Genau. Ja, das ist sehr schön. Danke. Das ist eben auch, was ich empfinde. Man muss eigentlich gar nicht wissen, wie man ist, um sich selbst anzunehmen. Ja, weil es eigentlich egal ist, wie man ist. Es ist ja egal, wie ich bin. Die Liebe liebt mich immer, egal wie ich bin. Das Herz liebt immer, ohne das zu beurteilen, was es liebt. Das ist Liebe. Bedingungslose Liebe, die einfach liebt. Ohne das zu beurteilen, noch nicht mal, die Liebe muss das noch nicht mal kennen.
Ob du Erfolg hast oder einen Fehlschlag erleidest, spielt keine Rolle. Manchmal ist der Fehlschlag genau das, was wichtig in dem Moment ist. Ich habe in meinem Leben viele Fehlschläge erlitten. Und ich kann im Nachhinein sagen, dass mir diese Fehlschläge sehr gut getan haben. Auf eine andere Weise wiederum. Und ich bin sogar dankbar für diese Fehlschläge. Natürlich auch genauso dankbar wie für die Erfolge, die ich hatte in meinem Leben. Klar. Lea schreibt: Hallo Jens, schön dich zu sehen. Deine Todeserfahrung interessiert mich. Magst du erzählen? Ja, hallo Lea. Danke für deine Frage. Ja, gerne. Also ich habe dabei nachgeholfen mit einer verbotenen Substanz, die ich hier nicht näher nennen möchte. Und habe aber überhaupt nicht damit gerechnet. Also ich habe das nicht deshalb genommen, sondern ich habe das einfach nur just for fun genommen, das Zeug, und habe eigentlich nicht mit sowas gerechnet. Und dann habe ich mich auf so ein Sofa gelegt und habe Musik gehört und plötzlich ergab sich sowas wie immer mehr Hingabe. Plötzlich fing diese verbotene Substanz, diese Droge, die fing an, mit mir zu reden und sagte: Du kennst mich noch gar nicht. Und ich merkte auf einmal, dass ich mich völlig öffnete und mich immer mehr hingegeben habe an diesen Moment. Und plötzlich konnte ich Licht sehen. Ich konnte das Licht sehen auf einmal. Und dieses Licht war so wunderschön, so ehrfurchtgebietend, dass ich mich echt nur noch innerlich so auf den Boden gewälzt habe quasi. Und diese Erhabenheit, dieses Lichts bestaunt habe. Und diesem Licht habe ich mich dann hingegeben, total geöffnet. Und also ich kriege die Einzelheiten gar nicht mehr so gut zusammen. Was dann weiterhin geschah, war einfach ein totales Loslassen. Ich merkte, wie ich habe dann geweint und gelacht gleichzeitig, abwechselnd immer wieder, und fing an zu hyperventilieren, also ganz schnell zu atmen. Und ich hatte früher immer so eine Angst davor. Ich habe das meistens früher gestoppt dann, so wenn ich merkte, dass in der Ekstase, ich hatte schon öfter Ekstasen, und habe das dann meistens gestoppt, willentlich gestoppt und normal wieder geatmet. Und da habe ich das aber nicht gemacht. Ich habe einfach das alles fallen gelassen. Ich habe die Atmung so schnell laufen lassen, wie sie lief, und plötzlich war da der Tod einfach. Es war Sterben, es war... Ich hatte das Gefühl zu sterben. Es war ganz klar, dass ich jetzt sterbe, wirklich physisch sterbe. Ich hatte wirklich das Gefühl, jetzt ist es vorbei. Jetzt verlasse ich bald meinen Körper, und dann war es das. Und da war überhaupt keine Angst mehr davor. Null. Keinerlei Todesangst, keine Angst vorm Sterben. Das war ganz im Gegenteil. Es war sogar so eine Öffnung, fast ein Wunsch, das jetzt diesen Weg zu gehen. Und ich... das war so wunderschön, diese Hingabe zu erleben, dass diese totale Angstlosigkeit und diese absolute Hingabe zu auszuleben und dann wirklich zu gehen. Und
plötzlich war absolute Stille. Plötzlich war das absolute Nichts. Es war einfach nichts mehr. Gar nichts mehr. Das war so wunderschön. Ja, und das war es irgendwie. Und dann war die Musik zu Ende und es kam so eine komische, so eine Spotify-Werbung. Und auf einmal war ich wieder da. Zack. Ja. Und ich war natürlich nicht körperlich gestorben, sonst würde ich ja hier jetzt nicht sitzen. Aber es hatte eine unglaubliche gefühlte Todesnähe, das Ganze. Es war absolut echt, fühlte sich absolut echt an. Was für mich wichtig war, war die absolute Angstlosigkeit, die da passiert ist, die da einfach war. Und die jetzt auch immer noch ist. Ich habe keine Angst mehr. Ich hatte vielleicht vorher noch so eine latente Todesangst, aber das ist komplett weg. Das ist da gestorben, die Angst ist komplett weg. Also ich freue mich schon auf den Tag, wenn es dann mal wirklich so weit ist, aber das heißt jetzt nicht, dass ich sterben will. Das ist, weil durch diese totale Akzeptanz des Todes ist gleichzeitig so eine totale Akzeptanz und auch so eine Lebenslust nochmal entstanden. Ganz stark, sodass ich eigentlich total Lust auf Leben habe. Und ja, einfach nur zu leben. Ohne Einschränkungen. Ohne Vorsätze, ohne selbst auferlegte Gebote oder Verbote. Einfach das wilde Leben. Und das passiert jetzt immer mehr. So, also mein Leben entwickelt sich jetzt immer mehr so zu einer totalen Freiheit einfach. Wo ich mir auch wieder mal Sachen gönne, so die ich mir eine Zeit lang verboten hatte. Zum Beispiel habe ich so gemerkt, Alkohol trinken, das ist total schädlich, habe ich dann immer gedacht. Und habe ich auch mal ein paar Videos gesagt oder auch mal einen Satz angesagt. Und mittlerweile trinke ich auch wieder Alkohol ab und zu und ich kann das total genießen. Und ich habe auch mal gedacht, das richtet dann Schaden an und dann brauche ich eine Woche, um wieder klar zu sein. Und das ist alles nicht mehr wichtig, klar zu sein oder irgend so einen Zustand zu haben, ist überhaupt nicht wichtig. Sondern für mich ist nur noch wichtig, das voll und ganz 100% zu leben, was ist, das, was ist, das, was geschieht. Das dabei hundertprozentig zu sein und in jeder Sekunde meines Lebens neu zu spüren, was ist jetzt für mich angesagt, was will ich jetzt wirklich? Mich in jeder Sekunde meines Lebens zu fragen, Herz, was willst du? Das ist für mich wichtig und schön. Das ist eine totale Freiheit und jede Sekunde, jeder Moment ist neu. Ohne vorher was festzulegen. Ja. Ich weiß nicht, was genau in dieser Todeserfahrung gestorben ist. Irgendwas ist da gestorben. Ich habe keine Ahnung, was. Es war eigentlich vorher schon so, dass ich seit dem Jahr 2000 eigentlich völlige innere Leere erlebe, die sehr angenehm ist. Und eigentlich weiß ich wirklich nicht, was da noch gestorben ist. Aber irgendwas ist gestorben. Vielleicht war es auch einfach nur die Angst. Vielleicht war es dieser Rest von Angst. Diese letzte Barriere vor dem Tod. Die ist auf jeden Fall da. Die ist auf jeden Fall gestorben. Aber ich möchte jetzt keine Werbung machen für irgendwelche verbotenen Substanzen. Das ist nicht nötig, sowas. Also ich habe auch schon andere Ekstasen oder spirituelle Erfahrungen gemacht ohne Drogen. Ja, es ist nicht nötig. Wenn man das muss jeder selber wissen, ne? Und auch den Moment wissen, wann das richtig ist. Lerne zu sterben, dann lernst du zu leben. Der Satz ist absolut wahr. Das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung.
Lea schreibt, spannend, danke. Beschreib doch dieses absolute Nichts einmal näher. Ja, ja. Wie soll ich das beschreiben? Nichts. Keine Zeit, kein Raum, kein Ich. Und doch ist es eine Erfahrung, ja? Es ist etwas, was ist. Also dieses Nichts existiert. Und ich bin das zutiefst, dieses Nichts. Und dieses Nichts kann eben ganz pur sein. Also es gibt dieses Nichts in totaler Reinheit. Und dieses Nichts ist aber etwas, was ständig ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur in dieser Erfahrung, in der Todeserfahrung gewesen, sondern das ist letztlich der Urgrund, auf dem alles andere erscheint. Man könnte auch sagen, das ist die Leinwand, auf der der Film erscheint. Ja? Und es ist halt nur so, wenn der Film da ist, dann liegt unsere Aufmerksamkeit natürlich auf dem Film. Ja, und nicht auf der Leinwand, ist ja klar. Also ich meine, ich gehe ja nicht ins Kino, um mir eine Leinwand anzugucken. Ne? Das ist auch völlig in Ordnung so. Ja, aber es gibt Zustände, es gibt Momente, wo der Film eben aus ist. Und das ist zum Beispiel auch im Tiefschlaf so. Man kann das auch Möglichkeiten durch Meditation dahin zu kommen. Das wird auch Nirvikalpa Samadhi genannt. Das ist das vollständige Verlöschen jeglicher Identifikation. Ja? Und das kann man so pur erfahren, aber es ist eben keine Sache, die irgendwie in dem Moment nur ist, sondern dieses Nichts ist eben der Träger von allem. Dieses Nichts ist der Hintergrund, auf dem alles erscheint. Und somit ist es dieses Nichts auch ständig vorhanden. Hört sich paradox an. Es ist ein gefülltes Nichts sozusagen. Ja, die Leinwand verschwindet ja nicht, wenn der Film läuft. Dann bleibt die ja da. Die ist ja nur nicht mehr in ihrer Leere sichtbar. Aber sie ist ja nach wie vor vorhanden. Und so ist es mit diesem absoluten Nichts, welches der Urgrund, welches wir alle sind, welches jeder ist, auch genau dasselbe. Also mach dir keine Sorgen, Lea, dass die Wahrheit ist immer da. Ja? Die ist absolut immer da und man kann auch gar nicht daraus. Ja? Also auch wenn man dieses Nichts sozusagen füllt mit tausend Erscheinungen und abgelenkt ist, dann die Wahrheit bleibt immer. Das ist ja das Schöne und das ist auch die schönste Botschaft von Satsang, dass die Wahrheit, das ist jetzt nicht so schön, dass die Wahrheit nicht erreicht werden kann, aber die Wahrheit kann auch nicht vermieden werden. Ja? Die Wahrheit fängt nicht an und die hört nicht auf. Lea fragt jetzt, absolute Leerheit, wo sogar die Leere leer ist? Vollständiges Verlöschen von allem und nichts. Ja, das trifft es. Ich mache mir keine Sorgen. Ja, das ist gut, okay. Habe ich auch. Ja, ist okay. Ja, absolute Leerheit, ja, wo sogar die Leere leer ist. Ja, wo es einfach, ja, das ist einfach unbeschreiblich. Vollständiges Verlöschen von allem und nichts, ja. Es ist unglaublich schön, das in voller Klarheit zu erfahren. Weil es in dieser Reinheit, in dieser Erfahrung, wird klar, dass nichts nötig ist für das Nichts, für mich. Also, weil ich das ja bin. Ja? Ich erlebe mich ja als nichts. Ja? Das ist, obwohl es gar kein Ich mehr gibt. Micha fragt, wird dieses Nichts auch die Stille genannt? Ja, die Stille, die immer in den Satsangs überall auftaucht, naja, die wird, glaube ich, also die kann ja alles Mögliche meinen. Viele verstehen dann auch einfach so innere Stille, also
wenig Gedanken oder gar keine Gedanken oder auch akustische Stille wird häufig darunter verstanden. Ja, dass man nichts mehr sagt. Aber also ich würde da schon noch einen Unterschied machen von den Wortkonzepten her. Also unter dieser sogenannten Stille, ja, viele verstehen das darunter, wenn von der Stille die Rede ist. Aber das trifft es irgendwie nicht richtig, weil Stille ist schon wieder zu viel gesagt für dieses Nichts. Weil es ist ja keine Stille. Das ist einfach nichts. Da ist nichts. Ich meine, ich bin das, ich bin diese Stille zutiefst, ne? Aber ansonsten ist nichts. Und das ist einfach vollkommen klar, ne? Es ist Baum. Nichts. Aber viele spirituelle Lehrer, die meinen auch dann, wenn sie sagen Stille, meinen sie das auch. Nehme ich mal an, also weiß man ja letztlich nicht. Ich benutze das auch ab und zu mal, Stille. So. Lea schreibt, nichts kann man sich nicht vorstellen. Das ist unmöglich. Noch eine Frage. Hattest du das Gefühl, dass du das Licht, Liebe in Klammern mit drei Fragezeichen, bist? In dem Moment, wo sich das Licht mir offenbarte, war ich nicht das Licht. Da war ich der Hingegebene. Ja? Also das war wie, als ob mir Gott erschienen wäre in dem Moment. Obwohl das ohne jegliche Gestalt natürlich war. Das war auch kein Licht, welches irgendwie hell war. Ja? Das war ein inneres Licht. Und ich habe nur so vor mich hingestammelt, ich kann das Licht sehen. Ich kann das Licht sehen. Ja? Und ich war ja in völliger Ekstase und weiß auch viele Dinge gar nicht mehr genau, die da passiert sind. Und ich war am Anfang, war ich derjenige, der sich diesem Licht hingibt. Ja, ich habe mich dem Licht ausgeliefert, vollständig. Und zwar in vollständigem Vertrauen, in vollständiger Liebe. Aber es war eine Dualität in dem Moment da, ganz klar. Und dann verschwand ja irgendwann all dies. Ja, es verschwand das Licht und ich verschwand auch in dieser Hingabe. Ja, da verschwand diese Dualität vollständig. Aber da war auch nichts, was man Einheit nennen könnte. Da war einfach nur noch ich. Als nichts. Ich als nichts. Ja? Das perfekte Nichts. Also in dieser Todeserfahrung gab es zuerst mich als Erfahrenden und das, was erfahren wurde, und dann kollabierte das alles in diesem mystischen Nichts, wo es einfach mich nicht mehr gab und nichts, wo nichts mehr war und ich dieses Nichts aber auch gleichzeitig war, ohne ich zu sein. Also Lea fragt, so eine Art Transzendenz. Ja, naja, das war, also am Ende war es dann die totale Transzendenz, weil es gab ja überhaupt keinerlei Identifikation mehr. Da war, und das bedeutet ja, dass alle Grenzen überschritten wurden. Ja, da gab es einfach nichts mehr. Ich kann es nur noch mal sagen. Und das ist aber nichts Unangenehmes, sondern das ist was Wunderschönes. Ich würde das Wort Transzendenz in diesem Zusammenhang jetzt nicht unbedingt verwenden. Obwohl diese Erfahrung natürlich, das war irgendwie eine einzige Transzendenz, das Ganze. Weil es ja zuerst, es war eine Dualität und dann war es plötzlich keine Dualität mehr. Aber auch keine Einheit. Das war jenseits von Dualität und Einheit. Weil einfach nichts
da war, was eine Einheit hätte sein können. Ja, es war kein Raum, keine Zeit, nur noch, ja, es war in gewisser Weise absolute Stille. So kann man es auch nennen, ja, absolute Stille. Aber wirklich absolut. In die dann plötzlich eine Spotify-Werbung platzte. Das war so abgefahren. Und das war wie jemand, als ob jemand plötzlich den Schalter angemacht hat. Ne? Neugeboren, Neustart. Zack, und es ging weiter. Jo hier hat oben weitergeschrieben, ohne Sorgtheater. Zu diesem Thema. Und jetzt nochmal hat Johann geschrieben, könnte ein Buchtitel sein, ich als nichts. Ja, klar. Ich als nichts. Ja. Muss ich mal überlegen, so. Vielleicht schreibe ich mal doch mal noch ein Buch, ne? Bin immer so schreibfaul irgendwie. Ist nicht so ganz mein Ding so. Nehme lieber so Videos auf. Was ich auch demnächst mal wieder machen werde. Ich werde demnächst mal wieder so ein... Einfach habe ich ja früher gemacht. Weiß nicht, vielleicht wissen vielleicht manche, dass ich so... zuerst bevor ich die Live-Satzangs jetzt gemacht habe, habe ich einfach so Videos aufgenommen. Und das fand ich auch spannend. Das werde ich auch demnächst mal wieder machen. Also ich werde demnächst mal wieder so ein Video machen. Einfach nur so ein Laber-Video sozusagen. Über mich und überhaupt so, was gerade so ist. Ich als nichts. Aber das Video, was dann kommt, das hat einen anderen Titel. Aber er wird noch nicht verraten. Finde ich aber gut, ich als nichts. Dann bekommt er, ja, Julia schreibt, dann bekommt dein Video vielleicht den Titel. Nee, hatte ich ja gerade gesagt. Nee, der Videotitel steht schon fest. Oder vielleicht mache ich das als Untertitel noch so, als Untertitel vielleicht. Ja, genau, das wird sogar passen. Ja, schauen wir mal. Ja. Ja, sehr schön, freut mich sehr mit euch. Bingo, genau. Ja. Also wenn noch jemand so zum Beispiel auch was erlebt hat, so spirituelles oder irgendeine Frage dazu hat, immer raus damit. Und ja, legt los, Leute. Sag mal, Jo hier, kann das sein, dass wir uns kennen schon? Dass du jetzt heute einen anderen Namen benutzt? Oder benutzt du... Hast du dich mal anders genannt? Das ist jetzt eigentlich eine indiskrete Frage, man darf sich ja nennen, wie man will. So, würde mich ja interessieren. Irgendwie denke ich, dass du jemand bist, den ich kenne. Aber ich bin mir nicht sicher. Kannst ja mal überlegen, ob du dazu was sagen magst. Und Sanus schreibt jetzt... Hi... Hallo Sanus, bei mir spielt die Angst vor dem Tod eine große Rolle, obwohl ich so viel weiß und schon lange auf einem spirituellen Weg bin. Wenn das Ich stirbt, ist das dann nicht mit großer Angst verbunden? Ja, vielen Dank für deinen Beitrag und die Frage. Ich sag mal so, die Angst vor dem Tod kann sicherlich nicht durch Wissen, also durch Wissen, was man in Gedanken oder im Verstand hat, kann die sicherlich nicht überwunden werden oder losgelassen werden. Wenn das Ich stirbt, naja, im Grunde, ja gut, nennen wir es mal einfach so. Das kann mit sehr großer Angst verbunden sein, ja, kann. Ähm,
Also ich kann da nur zwei Erlebnisse jetzt einbringen. Und das eine ist 1988 mein Initiationserlebnis, wo ich eine Gotteserfahrung hatte und dann ganz schnell mein kleines Ich dazu kam, irgendwie wie so ein Zuschauer dann. Und das hat sofort, da kam der Gedanke dann, wenn das jetzt weitergeht, muss ich sterben. Da war Todesangst da. Und dann endete diese Erfahrung, diese Gotteserfahrung, die hörte auf, als die Todesangst einsetzte. Also es war nicht so, dass ich 1988 dann durchgegangen wäre. Und jetzt, worüber ich jetzt eben gerade erzählt hatte, diese Todeserfahrung vor kurzem, da war das anders, weil es gab gar keine andere Möglichkeit mehr als Hingabe. Ja, es gab gar keine andere Möglichkeit mehr als, und es war auch gar nicht, es war schön, es war so schön, dass ich überhaupt nicht auf so ein Ding wie, es war wie so ein Sog, ja, und deswegen kam es kam mir überhaupt keine Angst auf in dem Moment. Also, letztlich überwindet man die Todesangst nur, indem man das Sterben erlebt. Das muss kein körperliches Sterben sein. Ja? Aber deswegen gibt es ja diese spirituellen Todeserfahrungen. Weil da erfährt man, dass der Tod was Wunderbares ist. Und das ist keine Einbildung. Also ich bin mir sicher, ich habe jetzt noch keine Nahtodeserfahrung gemacht, wo jetzt der Körper in Gefahr gewesen wäre, aber ich bin mir sicher, dass der echte Tod genauso ist. Also jetzt mal vom körperlichen Schmerz oder so abgesehen, ja, geistig, innerlich, ist das mit Sicherheit genau dasselbe. Und das ist diese absolute Hingabe, die da passiert, wo ich wirklich 100% bereit bin zu gehen. Und das ist eine absolute Erlösungserfahrung, weil dann auch, gibt es nichts mehr zu tun, da gibt es keine Aufgabe mehr. Es ist alles vollbracht in dem Moment. Und das erlebt man, das erfährt man direkt, dass alles vollbracht ist. Ich habe sogar in dieser Ekstase dann dauernd so vor mich hingestammelt, es ist vollbracht, oder gedacht habe ich das immer, es ist vollbracht. Ich habe es nicht nur gedacht, ich habe es gefühlt, ich war dieses vollbracht. Ja, es hat mich so ein bisschen erinnert, Jesus soll ja auch am Kreuz gesagt haben, es ist vollbracht, ne? Und dann ist er gestorben. Ne? Und das ist wirklich so, es ist vollbracht, kommt dann, und dann ist es vollbracht. Und dann gibt es einfach nichts mehr, einfach gar nichts mehr. Ja, und dann ist auch keine Angst mehr da. Ja, nochmal zu Sanus, also wie gesagt, dieses Wissen in Gedanken, da kann man sich natürlich mit beschäftigen, das ist auch vielleicht ganz gut, sich mit der Unausweichlichkeit vor allen Dingen zu beschäftigen. Ne? Also das ist ja das, was wir absolut wissen, dass der Tod unausweichlich ist und niemand weiß, wann er kommt. Ich rede jetzt nicht von diesem Todeserfahrung, sondern ich rede jetzt vom wirklichen physischen Sterben. Das steht jedem Menschen bevor und niemand weiß, wann es soweit ist. Das kann morgen sein, das kann in 20 Jahren sein, in 30 Jahren. Wenn man jung ist, hat man viel mehr Zeit noch. Ja? Man weiß es nicht. Aber es ist unausweichlich. Und dann ist natürlich die Frage, ich habe dann also vor einer Unausweichlichkeit Angst. Da kann man sich natürlich auch klar machen, dass die Angst natürlich das nicht verändert, die verhindert das ja nicht. Ich kann ja den Tod nicht durch die Angst verhindern. Also es ist die Frage, ob die Angst dann so viel Sinn macht. Und doch ist ja eine Angst nicht rational. Ne? Eine Angst braucht ja keine Gründe, um zu sein. Aber Sanus, ich würde dir empfehlen, einfach dich mit dem Thema Tod, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du es schon gemacht oder machst es, aber falls nicht, dass du dich mit dem Tod beschäftigst. Also durch, weiß ich nicht, Bücher oder gedanklich, ja, oder entsprechende Filme guckst. Oder auch vielleicht mal, du könntest auch, wenn du Lust hast, mit Sterbenden sein.
Also im Hospiz zum Beispiel kann man ja so ehrenamtlich mithelfen manchmal, wenn man gelassen wird. Also nur mal so als Anregung. Wenn das Ich stirbt, ist das nicht mit großer Angst verbunden. Ja, nochmal, es kann sein, dass es, ich habe das erlebt, aber da ist es nicht gestorben. Da bin ich, ja, aber da war die Todesangst auf jeden Fall. Und als da wirklich was bei mir innerlich gestorben ist, da war keine Angst mehr da. Da war nur noch die Hingabe da. Und so die anderen Berichte von Menschen, die Todeserfahrungen gemacht hatten, sind ja auch verschieden durchaus, ne? Und muss man dann im Einzelnen sehen. Es gibt sicherlich so Erfahrungen, wo Todesangst da war und die das einfach nicht verhindert hat, was dann passiert ist, ne? Wo die Hingabe dann doch stärker war. Wichtig ist dann, dass die Hingabe stärker als die Angst ist. Gut. Anju schreibt: Hallo, ich bin heute Abend auch dabei. Sanus, wenn du mit Gott gehst, kann dir nichts sein. Sein Vertrauen. Ich bin in der Meditation schon Tode gestorben. Ja, vielen Dank, Anju, für den Beitrag. Ja, das sind genau diese Gedanken, die ich meinte. Das kann man sich irgendwie klar machen. Aber die Todesangst ist trotzdem, die bleibt da. Das, die einzige Art, sich ich sag mal, die Todesangst zu transzendieren letztlich, ist den Tod zu erfahren in gewisser Weise. Auch wenn es nur, oder was heißt nur, auch wenn es in der Meditation ist oder auch wenn es ein spiritueller Tod ist. Letztlich muss man da durchgehen, man muss durch den Tod durchgehen, durch Sterben gehen, man muss sterben. Lerne zu sterben, dann lernst du zu leben. Jo hier schreibt, das, was du beschreibst, ist ja eigentlich etwas sehr Natürliches, da es nichts Getrenntes gibt und deine Beschreibung nur den unnatürlichen Zustand hat beenden lassen durch diese unmittelbare Erfahrung. Und dann noch, man muss wissen, dass es ein Energiephänomen ist, nichts weiter. Jo hier, was ist ein Energiephänomen in dem Fall? Das habe ich jetzt nicht verstanden, was du damit genau meinst, mit dem Energiephänomen. Ja, und das, was du schreibst, Julia, also das ist jetzt so sehr vom Verstand aus gesehen. Ne? Also ich kann nur sagen, das, was ich da erfahren habe, das hat sich nicht sehr natürlich angefühlt eigentlich. Das war schon ziemlich, ziemlich abgefahren. Also das war ein ziemlich außergewöhnlicher Zustand, dieses reine Nichts. Und ich würde es... Jetzt, was meine Todeserfahrung da angeht, würde ich das so nicht beschreiben. Für mich hat das eigentlich nicht so was Natürliches gehabt, sondern mehr was absolut unerklärlich Mystisches, Unfassbares. Ja? Und ja, aber das erlebt ja auch jeder anders. Ne? Also, wenn das für dich so ist,
Und wenn du schreibst, man muss wissen, dass es ein Energiephänomen ist, also, ich meine, wer weiß das denn? Also das, was ich da erfahren habe in dieser Todeserfahrung, das war kein Energiephänomen. Also das war einfach, wenn ich es irgendwie beschreiben kann, dann war es für mich, für mich war das die absolute Wahrheit. Das war der absolute Urgrund. Da war keine Energie irgendwie und schon gar kein Phänomen. Ja, das war, boah, das war wirklich absolute Wahrheit. Der Urgrund, bumm. Nichts mehr. Ne? Überhaupt nichts mehr. So würde ich das beschreiben. Ist natürlich unheimlich schwer, darüber zu reden. Am besten ist, man macht seine eigenen Erfahrungen und dann kann man es ja auch versuchen zu beschreiben hinterher. Sanus schreibt, ich habe mal gehört, dass die Angst vor dem Tod in Wirklichkeit die Angst vor dem Leben ist. Vielleicht ist es dieser Gedanke, der mir nicht sehr gut gefällt, weil ich so nicht sein möchte. Ja, danke Sanus. Also das, was du schreibst, ist ja das, was ich schon gesagt habe, dieser weise Spruch, lerne zu sterben, dann lernst du zu leben. Das ist ja genau nur umgedreht, ne? Das ist dasselbe. Und ja, das kann ich auch so bestätigen. Ja, das ist zumindest so, wenn die Angst vor dem Tod überwunden ist, dann gibt es auch keine Angst mehr vor dem Leben. Das hängt unmittelbar zusammen. Aber jetzt habe ich nicht ganz verstanden, vielleicht ist es dieser Gedanke, der mir nicht sehr gut gefällt, weil ich so nicht sein möchte. Also, wie möchtest du nicht sein? So wie du bist oder ist da irgendwas, was sich an dir jetzt stört? Also ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, wie du das meinst. Das wäre vielleicht schön, wenn du da nochmal was zu sagen könntest. Lea schreibt, nee, das ist kein Energiephänomen, eher die totale Berührung mit sich selbst, du selbst. So würde ich es umschreiben. Ja, vielen Dank, Lea. Ja, genau. Das geht auch mehr in die Richtung, wie ich es beschreibe. Ja. Es ist wirklich der tiefste Urgrund, die tiefste Instanz, die man in sich trägt und die absolut ungefiltert. Ja, die absolut rein. Und das ist erfahrbar, merkwürdigerweise, obwohl es keinen Erfahrenen mehr gibt in dem Moment. Jo hier schreibt, ja, ich weiß, dieses Phänomen, in Anführungszeichen, ist ja auch nur die Beschreibung davon, die natürlich aus diesem Urgrund, aus dieser Essenz besteht. Okay, ja. Ja gut, Beschreibungen sind natürlich nie das, was sie beschreiben, ne? Ist klar. Aber danke, dass du das nochmal angefügt hast. Okay, danke dir. Sanus schreibt, ich möchte nicht der sein, der Angst vor dem Leben hat. Ah ja, okay. Oder ich möchte es mir nicht eingestehen. Das ist gut. Das ist sehr schön ehrlich, dass du das sagst. Und auch wichtig, das zu sehen. Du möchtest keine Angst vor dem Leben haben. Oder du möchtest es dir nicht eingestehen. Aber was ist denn schlimm daran? Was ist erstmal zur Angst überhaupt. Ne? Angst ist ja einfach eine Erscheinung in unserem Bewusstsein. Es ist etwas, was kommt und geht. Ja? Da hast du ja nicht ständig Angst. Also, wenn du ständig Angst hast, dann hast du natürlich eine Angststörung oder eine Angstkrankheit. Ne? Aber das, also ich sag mal, gehen wir jetzt von der normalen Psyche aus, da hast du ja nicht dauernd Angst. Und also ist ja Angst etwas, was kommt und geht. Und zum Beispiel, wenn du schläfst, gibt es ja keine Angst mehr.
Ja, dann ist alles weg. Aber du selbst, dich gibt es ja noch. Ja. Und ich meine, die Angst ist einfach auch nur eine Erscheinung im Bewusstsein. Ja, wie alles andere. Also ich meine, wenn du jetzt spazieren gehst und du siehst auf dem Feld ein Reh laufen, dann ist das Reh ja eine Erscheinung in deinem Bewusstsein. Ja, und die nimmst du ja auch einfach an. Das findest du wahrscheinlich sogar schön dann, das Reh zu sehen. Ja? Und genauso ist vielleicht ganz gut, sich dieser Angst zu nähern, indem man sie einfach als etwas sieht, was erscheint. Das ist natürlich unangenehm, das ist eine unangenehme Erscheinung. Aber wenn ich die Angst erstmal annehme als eine Erscheinung, ja, die zu mir gehört, ja, die ab und zu mal da ist, dann muss ich sie ja auch gar nicht weghaben. Dann kann ich sie auch anschauen. Ne? Also ich schaue mir meine Angst dann an. Ich sehe die und bin mir bewusst in dem Moment, dass ich ja nicht diese Angst bin. Ja? Und was ich aber zu dir sagen möchte, ist einfach, dass das ganz wichtig ist, dass du das dir wirklich eingestehst, wenn deine Angst ist. Ja? Dass du diese Angst, Angst bedeutet immer hinzuschauen, ja? Und nicht wegzuschauen. Angst ist eine Aufforderung hinzuschauen. Und das Beste, was du mit der Angst machen kannst, ist einfach die Ehrlichkeit aufzubringen, dir das eben einzugestehen, dass die Angst da ist. Und die Angst anzunehmen. Und du hast ja schon jetzt den Schritt hast du ja schon gemacht, indem du jetzt das hier geschrieben hast. Das ist ja schon ein Eingestehen. Und das ist überhaupt nicht schlimm, Angst vor dem Leben zu haben. Die meisten Menschen verdrängen das natürlich völlig. Ja, und sehen das nicht. Und es ist ein Riesenschritt der Ehrlichkeit, der inneren Ehrlichkeit, diese Angst überhaupt zuzulassen bewusst. Ja? Aber wenn du sie zulässt in deinem Bewusstsein, ja, dann merkst du ja, dass du der Zuschauer, du bist der sozusagen der Beobachter der Angst. Ja? Und dann merkst du, dass diese Angst, dass du nicht die Angst bist. Und das kann dann schon sehr, befreiend sein. Also schau dir mal deine Ängste an. Und dann wirst du vielleicht auch merken, dass das eigentlich ganz normal ist, Ängste zu haben. Weil das sind genauso Erscheinungen wie alles andere auch, was im Bewusstsein erscheint. Boris fragt, gibt es so etwas wie eine Lebensaufgabe für dich? Bei mir gibt es neben der Suche der Erleuchtungskarotte auch die Suche nach einer erfüllenden Tätigkeit im Leben. Vielleicht ist es aber einfach nur der Wunsch, in jedem Moment konsequent da zu sein. Ja, danke für deinen Beitrag und die Fragen. Oder die Frage. Ja, also eine Lebensaufgabe im Sinne von etwas, was ich jetzt erfüllen muss, so eine Art Mission, das gibt es nicht mehr für mich. Also das gab es früher mal, dass ich das Gefühl hatte, das müsse es geben und dass ich das finden müsste. Ja? Und dann habe ich alles Mögliche schon geglaubt, was das sein könnte. Also, weiß ich nicht, Erleuchtung zu finden oder sowas oder so. Ja? Und, nee, das glaube ich nicht mehr mittlerweile. Also gibt es nicht mehr für mich eine Lebensaufgabe. Es ist einfach die totale Freiheit, die ich empfinde. So. Und was aus dieser Freiheit dann sich natürlich ergibt, ist das, was ich mache, das, was geschieht einfach, ja. Und es gibt so gewisse
Dinge, die mir am Herzen liegen. Das ist zum Beispiel ehrlich zu mir selbst zu sein und oder zum Beispiel aus dem Herzen heraus zu leben. Also das bedeutet für mich eben in jeder Sekunde neu, wenn es was zu entscheiden gibt, neu zu entscheiden, Herz, was willst du? Ja? Also zu schauen, was ist das, was das Herz will? Was will die Liebe? Ja? Das ist für mich so eine Art, das ist keine Lebensaufgabe, es ist etwas, was passiert. Und das liegt mir auch am Herzen, das kommt von Herzen. Ja. Und zum Beispiel, dass ich Satsang gebe, das ist auch so eine Sache, die irgendwann unausweichlich war, einfach weil es ein Herzenswunsch geworden ist irgendwann. Das ist eine Kraft, das ist etwas, was ich teilen möchte. Also, ja. Ich sehe es aber nicht als Lebensaufgabe an. Ja, schön, dass du zu dieser Suche nach der Erleuchtungskarotte, dass du dazu stehst und auch ja, nach einer erfüllenden Tätigkeit im Leben. Damit meinst du vielleicht was Berufliches oder auch, kann ja auch ein Hobby sein. Vielleicht ist es aber auch einfach nur der Wunsch, in jedem Moment konsequent da zu sein. Ja, ja, das musst du natürlich für dich rausfinden, ob das jetzt eine Lebensaufgabe für dich ist oder einfach nur ein Wunsch ist. Ne? Und du kannst ja auch, wenn du sowas findest in dir, so einen Wunsch, dann, also ich bin dem nachgegangen. Also als ich meine Erleuchtungskarotte gesucht habe, da habe ich das mit aller Kraft getan, 100%. Und ja, ich wusste einfach für mich, das ist es, das will ich, 100%. Und da bin ich so hinterher, da gab es für mich nichts anderes mehr. Und das denke ich, also im Nachhinein war das genau das Richtige für mich, dass ich das so intensiv gemacht habe. Also das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, rauszufinden, was will ich wirklich, was ist mein Wunsch oder was ist meine Aufgabe, wenn ich das so empfinde oder wenn ich das Wort verwende. Ja, dann, und dem hundertprozentig nachzugehen dann auch. Und dann zu gucken, ist es das eben wirklich. Ja? Und manchmal löst sich das dann auch auf oder es verändert sich. Ja? Das ist eben sehr individuell. Der eine empfindet das als Aufgabe, was Bestimmtes zu tun oder etwas zu erreichen. Und jemand anders würde es nicht so nennen. Ja? Aber wenn da sowas ist, wenn eine Sehnsucht im Herzen ist, wonach auch immer, dann go for it, kann ich da nur sagen. Muss ich mal kurz ein bisschen was trinken nehmen. Anjus schreibt, ich habe mein Sein in astrologischen Schriften entdeckt, lebte vieles schon und lernte wahnsinnig viel über mich. Psychologische Astrologie ist wunderbar erhellend. Ja, vielen Dank, Anju, für den Einblick. Ja, das kann alles Mögliche sein. Ja. Was einen bewegt, was einem. Also bei mir war es immer so, die Dinge, die mir letztlich gut getan haben, waren auch die Dinge, die mir Spaß gemacht haben. Und wenn man denen dann nachgeht, dann macht das auch Lebensfreude. Das bringt Lebensfreude, das macht das Leben lebenswert. Und das ist bei jedem was anderes. Ja, freut mich, dass du da was Schönes für dich gefunden hast. Lea schreibt, schön, danke fürs Erzählen. Freue mich für dich. Ich schau mal kurz beim Edgar vorbei. Ciao. Ja, ciao Lea, das habe ich schon befürchtet. Weil mein Freund Edgar, der macht heute auch Live-Satsang. Sind also, da ist schon jemand, der die macht jetzt, die kennt uns beide. Ja, ich werde wahrscheinlich, also wir werden die Termine, das wird nicht immer so sein, dass wir da uns überschneiden. Aber schön, dass du hier warst, Lea. Und grüß mal Edgar von mir.
Boris schreibt, danke für die ausführliche Antwort. Dank dir, Boris, für deine Beiträge. Kannst auch weitermachen noch. Also, wie gesagt, finde raus, was dein Herzenswunsch ist und lebe das, um es auf den Punkt zu bringen. Dann wird es dir gut gehen. Und das kann alles Mögliche sein. Also, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich da nicht begrenzt oder dass man da nicht, wenn man den Herzenswunsch spürt, dann, dass man dann denkt, oh nee, das kann ja wohl nicht sein, ne? Dass das sowas ist. Ne? Also bei mir war es zum Beispiel ein Herzenswunsch, jahrelang Computerspiele zu machen. Ne? Und da kann man jetzt auch denken, oh Gott. Ne? Aber das war total klasse und ich habe es gemacht. Ja. Und es war gut. Es hat mir auch gut getan, hat mir Spaß gemacht, ja. Mein Leben bereichert. Klar, so, wenn man das von außen sieht, dann könnte man denken, ja, der hat sein Leben verschwendet, ne? Aber ich habe es nicht verschwendet, weil jede Sekunde in meinem Leben, die ich Spaß gehabt habe, die ist überhaupt nicht verschwendet. Auch wenn dabei überhaupt nichts rauskommt, außer so ein paar Spielstände. Ja. Kommt ja beim Computerspiel nicht viel raus, ne? Eigentlich gar nichts. Ne? Also was immer der Herzenswunsch ist, lebe ihn. Anjo schreibt, Spaß, da hast du recht, den habe ich, male, tanze und schriftstellere jetzt, aber Meditation ist das A und O, um sich zu fühlen. Ja, ist ja auch, ich meine, das ist ja auch nicht begrenzt, ne? Also du kannst ja an verschiedenen Dingen Spaß haben, das ist ja das Schöne im Leben, dass es mehrere tolle Sachen gibt, ne? Genau, und das macht das Leben ja auch reich, ne? Wenn man so verschiedene Dinge hat, die einem auf unterschiedlichen Ebenen auch was geben. Ja, das ist alles kein Widerspruch. Ne? Ich war auch, als ich in den Zeiten, wo ich Computerspiele gemacht habe, war die Spiritualität oder war das Sein sozusagen oder die Wahrheit für mich immer das Allerhöchste. Das habe ich nie irgendwie aufgegeben. Sanus schreibt, es ist doch eigentlich egal, was ich mache oder lasse. Wenn die Erleuchtung kommen soll, dann kommt sie. Ein Beispiel dafür ist ja Eckhart Tolle. Ja, danke, ja. Ja, im Grunde würde ich das auch so sagen. In Bezug auf die Erleuchtung gesehen. Aber es geht ja nicht nur um die Erleuchtung. Sage ich mal ganz ketzerisch. Also, ja, im Grunde sehe ich das auch so. Und es wird ja auch immer wieder gesagt, die Erleuchtung kommt trotz deiner Bemühungen und nicht wegen deiner Bemühungen. Das sind alles so Sprüche. Ne? Aber ich sag mal so, wenn was wichtig ist, dass es geschieht davor, ja, dann passiert es eben, wenn das wichtig ist. Aber ob das wichtig ist, who knows. Ich habe so im Nachhinein das Gefühl, dass alles, was in meinem Leben auf diesem sogenannten spirituellen Weg geschehen ist, auch seine Berechtigung hatte. Ja, alles. Sogar das Computerspielen. Ja. Im Grunde bin ich auch ein Beispiel dafür, ne? Weil ich bin eigentlich so auf der spirituellen Suche da reingestolpert in Guru-Yoga. Ne? Ich habe plötzlich einen Guru gehabt, einen indischen Guru. Ne? Und ich habe eigentlich gar nicht viel gemacht. Ich war dem irgendwie innerlich hingegeben die ganze Zeit, aber ich habe eigentlich gar nicht so meditiert oder ich habe auch keine spirituelle Praxis verfolgt. Und irgendwann habe ich angefangen, mich mit Advaita Vedanta zu beschäftigen. Und das hat mir sehr gut getan und hat mich eigentlich auch darin bestätigt, in diesem automatischen Weg sozusagen. Und ja, die Dinge geschehen einfach, ne? Kann ich eigentlich nicht viel zu sagen. Naja, aber egal, was ich mache oder lasse, also um jetzt was zu erreichen, klar, Erleuchtung kann man sowieso nicht erreichen, ja? Also, aber es ist ja nicht egal, wenn du Lust hast, was zu machen,
Wenn das wirklich ein Herzenswunsch ist, wenn das was ist, was ganz tief in dir ist und wenn das immer wieder auch kommt und so, dann ist es halt, ist ja auch eine Wichtigkeit für dich. Und dann ist es auch wichtig, dass du dazu stehst und das machst. Dann ist es auch wiederum in gewisser Weise nicht egal. Ne? Aber es hat ja mit Erleuchtung nichts zu tun. Es geht einfach darum, dass du deinem Bedürfnis auch, dass du diesem Herzenswunsch nachgibst dann. Das ist schon wichtig. Also insofern würde ich da sagen, egal würde ich da nicht sagen. Ja. Und das wird dich auch, wenn du wirklich so einen inneren Drang zu was hast und ja, so einen tiefen Wunsch in dir hast und du verweigerst dich diesem Wunsch immer, dann wird das immer wieder kommen. Und das wird dich auch immer ablenken von allem anderen. Ne? Und das macht es eigentlich keinen Sinn, dann zu sagen, es ist ja egal, ob ich das mache oder nicht. Und beim Eckhart Tolle oder zum Beispiel oder bei Ramana Maharshi, wo scheinbar ja nichts vorher passiert ist. Also es gibt ja immer noch so, also ich sehe das eben so, dass das ja nicht das erste Leben ist, was diese Leute gelebt haben. Ich bin überzeugt, dass es Reinkarnationen gibt und allerdings keine persönliche Wiedergeburt, sondern dass es sozusagen eine Kausalität gibt, die einen Menschen hinterlässt, also einen Ursache-Wirkungs-Abdruck sozusagen, der wird wie so ein Fußabdruck, der wird hinterlassen und da wird dann eine weitere Existenz, macht die nächste Existenz weiter. Also Gott ist es immer natürlich, der wiedergeboren wird und der macht einfach da in einer neuen Inkarnation dann weiter, wo die alte aufgehört hat. Und die sind dann in gewisser Weise kausal, also durch Ursache und Wirkung miteinander verbunden, diese Existenzen. Und wenn jetzt so jemand, wenn man so jemand sieht wie Ramana oder Eckhart Tolle, die haben sicherlich in vergangenen Leben, also die haben Verbindung zu kausalen, zu Vorexistenzen gehabt, kausal, die vielleicht schon ganz viel mit der Suche nach Erleuchtung zu tun gehabt haben. Also bei mir empfinde ich es zumindest so, dass ich schon sehr viel nach Erleuchtung gesucht habe in vergangenen Leben. Und dass ich, da habe ich so eine Intuition, also ich habe da keine konkreten Erinnerungen, aber ich bin mir sicher, zum Beispiel mehrfach in Indien gelebt zu haben in der Vergangenheit. Also nicht ich jetzt als dieser Jens hier, sondern Existenzen, die mit mir, mit dieser Existenz kausal verbunden sind. Ja? Und das hat auch eine Vorbereitung auf die sogenannte Erleuchtung gehabt. Ja? Und das ist auch bei diesem, nicht Ramana Maharshi mit 17 Jahren, ne? Peng, und der hat nichts gemacht, der hat weder meditiert, noch hat er was gelesen, der hat überhaupt sich damit mit sowas gar nicht beschäftigt und auf einmal ist er gestorben, ne? Innerlich. Und war frei. Ja. Aber das hat sicherlich was mit Reinkarnation, also mit Inkarnationen vor ihm zu tun gehabt. Und ich bin mir sicher, dass Eckhart Tolle da auch gut reinpasst in diese Sichtweise. Jetzt muss ich mal ein bisschen hochscrollen. Anju schreibt, ich werde auf Reiki, Moment. Das verstehe ich gar nicht. Das Wort Reiki, Sendebenen. Das Wort verstehe ich gar nicht. Reiki, Sendebenen. Misshandelt. Was ist der perfekte Schutz? Also ich verstehe jetzt mal, dass du irgendwie da energetisch oder vielleicht auch schwarz, magisch oder magisch misshandelt wirst. Und du fragst, was ist der perfekte Schutz? Hab schon so viel probiert, man hat Intrigen gegen mich gesponnen, weil ich gegen Pharmalobbyismus arbeite. Ich war Insiderin im Gesundheitswesen. Es ist furchtbar. Ich blieb aber stark und arbeite weiter. Ja, vielen Dank für diese schwierige Frage aus meiner Sicht. Also, erstmal ist es gut, dass du dich nicht irritieren lässt von Widerständen. Ich sag mal einfach, das sind jetzt Widerstände. Also ich glaube nicht so richtig an Magie oder sowas. Also ich kann dir da auch nicht sagen, was da Schutz dagegen wäre und schon gar nicht, was der perfekte Schutz dagegen wäre.
Gut, was Intrigen sind, ist mir natürlich klar. Also ich sage jetzt mal einfach, ich fasse es mal so zusammen, man setzt dir da massive Widerstände entgegen und schadet dir vielleicht auch. Und erstmal finde ich es wichtig, dass du weiterhin dazu stehst, zu dem, was du tust, dass du dich da nicht kleinkriegen lässt. Schützen kannst du dich, also wenn ich mal das Gefühl hatte, dass ich, also ich, wie gesagt, ich glaube da zwar nicht so richtig dran, aber manchmal hat man doch das Gefühl, dass vielleicht so was Schwarzmagisches wirkt. Ich habe mich immer an Gott gewendet. Also ich habe einen sehr intensiven Draht sozusagen zu Gott immer schon gehabt. Ich habe sehr viel gebetet in meinem Leben. Also jetzt nicht so, bin ich so kirchlich, konfessionell drauf, aber ich habe so einen direkt, also einfach, Gott war für mich immer eine Instanz, die erreichbar war. Ja? Und ich habe immer schon dann diese Dinge in Gottes Hände legen können. Ich habe dann zu Gott gesagt, schau mal her, was hier passiert und hilf mir und schütze mich. Ja? Also du kannst dich an Gott wenden im Gebet zum Beispiel. Du kannst auch, es gibt zum Beispiel gewisse Mantren, die auch Schutz bieten. Auch zum Beispiel das gute alte Vater Unser ist ein sehr starkes Schutzgebet zum Beispiel. Ne? Also ist vielleicht nicht für jedermann was, muss man eben christlich ein bisschen drauf sein auch und keine allzu großen Widerstände haben dagegen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und ich sag mal, Gott ist eben, wenn man das so sieht, das sind ja so Machtmechanismen oder da geht es bei Magie oder schwarzer Magie geht es ja um Macht und Machtmissbrauch. Ja? Und Gott ist eben der Oberboss. Ne? Also was Gott nicht will, das passiert auch nicht. Ja? Und ich habe mich immer an Gott gewendet in solchen Momenten und habe das in Gottes Hände gelegt. Und das hat eigentlich immer geholfen. Und dann wusste ich auch, wenn dann was weiter passiert, dann war das eben, dann ist das eben in dem Moment so. Anju, ich weiß nicht, ob ich dir damit ein bisschen helfen konnte, weil ich mit diesem Wort Reiki-Sendeebenen nicht oder Sendebene nicht so viel anfangen konnte jetzt. Anju schreibt jetzt, geht nicht um Magie, geht um Missbrauch des systemischen Familienstellens nach Hellinger. Menschen sind hellfühlig. War ein Test, wie du so drauf bist. Bete auch viel. Jetzt weiß ich, du bist wie ich, so ein bisschen. Lach. Ein Test, naja, warum auch nicht, ne? Also hast du jetzt in Wahrheit gar nicht so Schwierigkeiten da gehabt, oder? Das stimmte doch wohl hoffentlich. Also naja, wie dem auch sei. Okay, alles klar. Aber ich meine, der Missbrauch des Familienstellens nach Hellinger, ich meine, ich halte überhaupt nicht so viel von solchen Sachen. Ne? Also Familienstellen nach Hellinger und so, weiß ich nicht, ich bin da nicht so ein Fan von solchen Sachen. Gut, jedem sein Ding und so. Mhm. Aber dass man, das ist, also ich sehe es irgendwie als Energiearbeit und dass man das missbrauchen kann, kann ich mir vorstellen, das geht aber für mich in Richtung schwarze Magie, sowas, ja. Das, du sagst, es geht nicht um Magie, aber ich finde schon, also das ist für mich Magie, sowas, ne. Weil da wird ja so eine, Familienstellen ist ja auch in gewisser Weise magisch, also so empfinde ich das einfach. Und wenn man das missbraucht, dann wäre es dann schwarze Magie. Ne? Gut, aber Gott hilft immer, in allen Fällen. Auch beim schwarzmagischen Familienstellen. Okay, Moment. Anju schreibt jetzt hier noch Sexmissbrauch. Ich halte da gar nichts davon, weil man das
weil man das missbraucht. Man nennt es in okkulten Kreisen so. Also damit meinst du sicherlich das Familienstellen. Und dann schreibst du noch Magie einfach als Wort. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen out of understanding on you. Also du hast jetzt sexuellen Missbrauch erlebt, oder was willst du mir jetzt sagen? Und das andere Ding war jetzt gar nicht wirklich dein Thema, oder wie? Okay, du meintest Familienstellen. Okay, aha. Und was ist, Anju, was ist jetzt eigentlich, lass uns doch mal zum Kern kommen. Hast du jetzt irgendein Problem mit Missbrauch gerade oder ist das aktuell? Und da schreibst du, ja, sexuellen Missbrauch auf den mentalen Ebenen hatte ich erlebt. Okay. Was bedeutet für dich jetzt sexueller Missbrauch auf mentalen Ebenen? Also jetzt nicht physisch echten Missbrauch, sondern Missbrauch wo? Also falls du darauf eingehen magst. Ich gehe nochmal, das machen wir gleich noch weiter. Ich beantworte jetzt nochmal eine andere Frage. Okay, jetzt ist doch noch was. Ich habe im physischen und mentalen erlebt. Bin hellfühlig. Okay. Das ist natürlich erstmal bedauerlich, mein Mitgefühl dafür und hast du das jetzt schon verarbeitet oder kann ich dir jetzt dann noch irgendwie helfen bei diesem Thema? Also du hast ja gefragt, wie du dich schützen kannst. Ne? Bezog sich das auch darauf jetzt, dieser Wunsch nach Schutz? Oder was dir da helfen kann, ja? Also wenn du das nochmal schreiben würdest. Boris hatte noch gefragt, welche Computerspiele hast du denn programmiert? Ich habe früher viel gezockt und... Anju, ich mache gleich weiter, ja? Kein Moment, gleich weiter. Jetzt erstmal die Frage von Boris. Ich habe früher viel gezockt und spiele auch heute noch ganz gerne. Manchmal kann ich es genießen, oft ist es aber auch Vermeidungsstrategie vom Fühlen. Es hat aber auch etwas total Absorbierendes. Manchmal ist dann kein Ich mehr, sondern einfach nur Spielen. Ja, vielen Dank, Boris. Ich habe gar nicht programmiert. Ich bin Spieler. Ja? Also das war ein Missverständnis. Und ich bin aber dann leid. Wenn ich spiele, dann spiele ich wirklich auch total 100%, leid mit Haut und Haar sozusagen. Und geht mir auch ähnlich. Also früher habe ich viel mehr gespielt als heute, aber wenn ich heute spiele, tue ich es auch total gerne. Und ich kann das eigentlich total nur bestätigen, was du schreibst. Und auch diese Vermeidungsstrategie kenne ich. Also manchmal spiele ich eben gerne, wenn ich jetzt irgendwie was. Wenn ich im normalen Leben jetzt Scheiße erlebt habe, ne, dann setze ich mich auch schon mal ganz gern hin und entfliehe so in die Spielwelt. Ne. Das macht mir dann auch Spaß. Aber das ist ja auch erlaubt. Ne. Ich meine, niemand zwingt mich, dass ich die ganze Zeit meine schlechten Erlebnisse gerade vor mir hin wälze. Ja. Und mal aussteigen ist ja auch mal was Schönes, ne, und sich mit was anderem beschäftigen. Und Vermeidungsstrategie ist ja auch mal in Ordnung, wenn es nicht nur, also wenn es nicht 100%, wenn es nicht immer ist. Ne. Ja, und das ist total absorbierend. Computerspielen, das macht ja erst dann richtig Spaß, wenn man da wirklich drin verschwindet in dieser Spielwelt. Ne? Und das, genau, das, man erlebt dann so eine gewisse Ichlosigkeit auch im Spielen. Das ist einfach nur das Spielen. Ne? So, und das genieße ich auch total, ne? Immer noch ab und zu. So dieses
totale Weg sein, ne? Auch in dieser fremden Welt einfach sein. Okay, so viel dazu. Und jetzt Anjo schreibt noch zu diesem vorigen Thema mit dem Missbrauch. Gebete sind das Einzige, da hast du recht, und Musik hilft. Okay, dann ist es ja so, dass du auch schon sozusagen deine gewisse Hilfe gefunden hast für dich, und das freut mich sehr. Und Musik, ja, also ich liebe Musik über alles, und Musik macht auch stark, ne? Und auch die auch schöne Musik, positive Musik. Ich habe zum Beispiel mal in der Depression habe ich mal so ganz tolle spirituelle Musik gehört, ne? Von Taizé-Gesänge zum Beispiel, ne? Die haben auch dunkle Energien, kann das total vertreiben, sowas, ne? Das ist, als ob der Himmel aufgeht, wenn man sowas dann hört, ne? Gibt schon tolle Sachen. Ja, gut. Okay, Anju, vielen Dank für deine zahlreichen Beiträge und deine Offenheit vor allen Dingen. Und ja, die Hingabe an Gott kann manchmal unglaublich erlösend sein. Und mit Hingabe an Gott meine ich nicht nur, also natürlich, letztlich ist natürlich sowieso die totale Hingabe das, was erlöst, aber das kann man ja nicht immer gleich. Und manchmal ist es auch unheimlich schön, so habe ich das erlebt, wenn ich jetzt ein Problem habe, ein konkretes, dass ich das dann Gott erzähle erstmal. Ich meine, das muss ich natürlich nicht, weil Gott weiß eh alles, aber ich tue das für mich, ja, dass ich das einfach Gott offenbare, mein Problem. Und dann sage ich zu Gott, ich lege das in deine Hände und würde mich freuen, wenn du das als Geschenk annimmst. Ja? Also ich schenke dir mein Problem. Kümmer du dich drum. Dass man auch mal was abgibt, ja. Das kann ich nur empfehlen. Das hat mir immer sehr geholfen. Also bei mir war es so, wenn ich merkte, ich komme jetzt mit diesem Thema irgendwie überhaupt nicht mehr klar, oder ich habe da auch wenn ich gemerkt habe, ich habe keinen Bock mehr drauf, dann habe ich das in Gottes Hände gelegt. Und meistens hat sich das dann auf eine sehr schöne Weise von selbst gelöst, das Ganze. Oder ist einfach verschwunden. Ist einfach kein Problem mehr gewesen dann. Kann ich nur sehr empfehlen. So, das ist so eine Art partielle Hingabe oder so ein Weggeben. Ne? Man gibt was weg, man gibt was ab an Gott. Ja, schön. Ja. Okay, Anju. Ja. Gut. Hatte ich hier noch was übersehen? Moment. Ja, Leute, noch ist Zeit. Was immer euch auf der Seele oder auf dem Herzen oder wo auch immer liegt, könnt ihr gerne schreiben. Alles ist willkommen. Trocken die Luft hier. Heizungsluft. Ich muss mal wieder ein bisschen Wasser auf die Heizung stellen.
Sanus schreibt, das mit dem Abgeben an Gott. Ich sage immer, Vater, mach du oder nimm es von mir. Funktioniert bei mir auch, nur nicht bei meinen körperlichen Beschwerden. Ja, sehr schön. Ja gut, dann ist das mit den körperlichen Beschwerden eben so, dass du da einfach dann selber damit klarkommen musst. Und da hilft einfach annehmen, also den Schmerz akzeptieren, wirklich akzeptieren. Und wirklich, also mit wirklich akzeptieren meine ich, dass man den Schmerz auch, dass man wirklich quasi als Bestes wirklich aufzugeben, den weghaben zu wollen. Das ist natürlich unheimlich schwer und wenn der Schmerz schwer ist oder heftig ist, dann sagt sich das so leicht, ne? Aber auch da hilft das zumindest, ich denke mal, vielleicht versuchst du trotzdem Gott nochmal deinen Schmerz zu zeigen. Einfach ihm das zu zeigen. Immer wieder. Das kann helfen. Das kann seelische Erleichterung bringen. Ja. Anjot hat jetzt ein Gedicht geschrieben hier und das werde ich jetzt mal vorlesen. Ich kenne Gott vom Elfentanz, zarte Flügel euch gegeben, so zerbrechlich. Zeigt sich's her doch die Sanftmut, wirket stärker, sprenget Hass und jeden Kerker öffnet Herzenstüren. Ihr heilig seid, ihr Elfen, mir Tosenbrandung. Anju schreibt, dass es in der Versform nicht rübergekommen ist. Ja, das ist ein bisschen schwierig, das vorzulesen. Weil es eben jetzt so ansatzlos ist, ne? Ohne Punkt und Komma. Ich versuche es trotzdem noch vorzulesen. Ich kenne Gott vom Elfentanz, zarte Flügel euch gegeben, so zerbrechlich. Zeigt sich's her, doch die Sanftmut wirket stärker, sprenget Hass und jeden Kerker öffnet Herzenstüren. Ihr heilig seid, ihr Elfen, mir Tosenbrandung ich jetzt sehe und ich klamm zur Klippe gehe. Schwarz Magie ist an der Seiten höhnisch, zeigt die Fratz bei Zeiten ihr wahres Gesicht, vor Dummheit stiert der Hass, nach meinem Tode giert. Zeiget euch mein Kinder, zeiget euch im Elfenkleid, fast unwirklich und kaum wahrzunehmen, sehe ich euer wundervoll Geleit, tausende von bunten Lichtern tanzen durch den magischen Wald so voller Liebreiz anzuschauen. Meine Seele gesundet nun schon bald, es tanzen Feen mit mir und Faun und Musik erklingt aus Baumeskronen. Ich pflücke Blumen und Alraun und stürze Mächtige nun vom Thron. Ja, vielen Dank, Anju. Sehr schön. Obwohl es etwas schwierig so zu lesen ist, weil, wie gesagt, die Versform nicht rübergekommen ist, wie du schreibst, genau. Aber trotzdem danke und wunderschön, hört sich schön an. Ja, ich habe es anders gesandt, leider, schreibt Anju. Ja, klar, ist mir klar. Das ist das Format hier, ist klar, da kannst du nichts für. Das ist halt, weil der Chat das so einfach ohne Punkt und Komma bringt, ne? Aber trotzdem sehr schön, also.
Eigentlich müsstest du das vorlesen, ne? Das wäre gut. Furchtbar. Nein, das ist nicht. Ja, also wie ich es jetzt vorgelesen habe, war es wahrscheinlich furchtbar. Tut mir leid, also ich habe es halt nur. Ich meine, ihr anderen seht das ja alle, ne, die jetzt hier im Chat sind. Ihr könnt das ja lesen. Nur ich lese die Dinge ja immer vor, weil es ja auch ein Video dann ist hinterher und weil es ja auch Leute dann angucken. Genau, ja, kannst du nicht, nee. Leider nicht. Ja, kannst nicht vorlesen. Ja, wer weiß, was die Zukunft noch so bringt, ne? Andrew schreibt, ja, danke, du kannst nichts dafür. Ja, ist kein Ding. Gerne. Ich meine, die Energie von den Versen, das kommt schon rüber. Ist schön. Ist echt schön. Sehr, bildreich, ne? Und magisch. Fast so ein bisschen Fantasy-mäßig, ne, ist das. Schön. Jo. Eine Viertelstunde haben wir ungefähr noch. Letzter Aufruf für Fragen. Oder was auch immer. Anjo schreibt, ja, kann Filme machen, sagt Erich Bauer, der Star-Astrologe. Ja. Ja, wenn das was ist, dann. Wenn du eine kreative Ader hast, kann ich nur nochmal sagen, leb das aus. Ne? Schau, wenn dir das was gibt, ja, dann. Mach mal einen Film. Ne? Ja. Oder was auch immer, ne? Oder. Hast ja schon was Schönes geschrieben, ne? Anjo fragt, wie erreiche ich den Urgrund schneller? Ein paar Mal fühlte ich ihn schon. Den Urgrund kannst du nicht erreichen, Anjo. Denn der Urgrund bist du. Du bist der Urgrund. Du bist das jetzt schon. Das, ich weiß, das sagt sich jetzt so leicht und das hast du wahrscheinlich schon tausendmal gehört und du kannst eigentlich auch den Urgrund nicht fühlen. Also du kannst nur wahrnehmen, wenn weniger Ablenkungen da sind. Aber du bist ja der Urgrund. Und was du meinst, ist wahrscheinlich, wenn du sagst, du fühltest ihn schon, dass dann weniger Ablenkung da war, ja, das meinst du wahrscheinlich und das beschreibst du als Fühlen des Urgrundes, aber du bist ja dieser Urgrund, ja, genau, stimmt, ja, es ist sozusagen vernebelt, deine Wahrheit ist. Wenn du das Gefühl hast, du bist nicht deine Wahrheit, dann ist sie vernebelt in dem Moment. Das nennt man ja auch Maya oder Illusion oder Traum oder Täuschung. Ja? Und wenn die. Das ist so ein bisschen so, dass, wie die, die Sonne, die hinter Wolken scheint. Also die Sonne scheint die ganze Zeit. Nur wenn die Wolken vor der Sonne sind, dann siehst du sie nicht. Und deswegen hört die Sonne aber nicht auf zu scheinen. Du siehst es einfach in dem Moment noch nicht. Aber glaub mir, die Wolken ziehen weiter. Und dann
Du bist immer diese Sonne, du bist immer die, der Urgrund, ja? Und mach dir da, ich weiß nicht, das kommt von ganz alleine und schneller die Wolken sozusagen wegmachen oder das, was das verhüllt oder die Vernebelung beenden, schneller beenden kannst, da kann man nichts schneller machen. Also ich kann nur empfehlen, wenn ich gefragt werde, was kann ich irgendwas tun, dann kann ich nur sagen, guck, frag dich, was dein Herz möchte. Herz, was willst du? Was ist dein Bedürfnis? Was ist dein Wunsch? Was ist dein tiefer Herzenswunsch? Was ist das, was du schon immer mal machen wolltest? Und das machst du. Und das kannst du an sich immer wiederholen, diese Haltung. Das ist so eine Art Haltung, Lebenshaltung. Das bedeutet, aus dem Herzen zu leben. Und dann machst du automatisch die Dinge, die dir eigentlich am besten tun. Und die dich auch in gewisser Weise, wenn man das als Weg wieder sieht, was es ja eigentlich nicht ist, aber wenn man es so sieht, dann bringt dich das voran, ja, auf dem sogenannten Weg. Ja, dann bringt dich das voran, wenn du deinem Herzen nachgehst. Also das ist, Anju schreibt, also das ist Trauma, also ein Flash, wenn es vernebelt. Ich war als Sohn gewünscht und wusste manchmal nicht, wer ich war. Anju schreibt weiterhin, ich habe so viele Talente, dass ich bald nicht wusste, wo ich anfangen soll, Grins. Ja. Es geht ja nicht nur um Talente, sondern es geht ja darum, eine Begabung muss ja jetzt noch nicht zwangsläufig Spaß machen, ne? Sondern es geht ja darum, was dir wirklich Spaß macht, was sich erfüllt, wenn du das machst. Und diese Art, das kann ich nur empfehlen, das auszuleben. Das muss auch nicht mal ein Talent sein, ne? Also wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann frag doch mal, was du am liebsten tun würdest von den ganzen Dingen. Was dir am wichtigsten einfach ist jetzt, in diesem Moment. Oder morgen, oder wann auch immer du damit dann anfangen willst. Ja. Und dann ist es auch egal, wie viel Talente du hast oder so. Fängst einfach mit irgendeiner Sache an, die dir auf dem Herzen liegt. Sprichwörtlich. Also hab ich dich jetzt richtig verstanden, dass du da so ein Trauma erlitten hast, weil du eigentlich du bist eine Frau und hättest aber, deine Eltern haben sich einen Sohn gewünscht. Ist das richtig? Erstmal meine Frage. Und dann schreibst du, schreiben und malen, tanzen, schauspielern, das macht Spaß. Das fange ich an und meine Geschichte leben. Jo, dann weißt du ja schon ein bisschen was. Ja, toll, freut mich. Dann leg mal los. Ne? Aber ist das richtig, dass du eine Frau bist, die, wo sich deine Eltern einen Jungen gewünscht haben, einen Sohn gewünscht haben? Und dass sie dich das haben spüren lassen? Anju schreibt jetzt als Antwort auf, ja, das ist richtig, Klaustrophobie hat das ausgelöst mit dem Sohnwünschen. Das verstehe ich jetzt nicht. Wer hat denn die Klaustrophobie jetzt gehabt? Deine Eltern? Oder ich verstehe jetzt den Zusammenhang nicht zwischen sich einen Sohn wünschen und Klaustrophobie. Bei dir Klaustrophobie?
Okay. Anjo antwortet, intrauterine Fluchttendenzen. Ich wollte abhauen aus dem Mutterleib. Okay, aber ich verstehe es immer noch nicht. Also, wer hat sich jetzt den Sohn gewünscht? Deine Mutter oder deine Eltern haben sich den Sohn gewünscht? Ach so, und deswegen wolltest du am liebsten gar nicht geboren werden, ne? Wahrscheinlich. Jetzt verstehe ich das so langsam, okay. Aber du bist eine Frau, ne? Sehe ich das richtig? Sieht man jetzt an dem Namen ja nicht unbedingt, ne? Ja, Anjo antwortet jetzt, ich wollte zum, ich nehme an, silbernen Gott, meinst du, silbernen Gott zurück, bin eine Frau. Okay, ja, vielen Dank für deine Offenheit hier. Und hast du das denn, ich hoffe, dass du das so einigermaßen verarbeitet hast mittlerweile. Ja, danke Micha, dass du hier warst. Und Micha schaut jetzt auch beim Edgar noch rein. Ja, der Edgar, UWK Hofer, der macht ja seit 20 Uhr Online-Satzang und der macht auch noch ein bisschen länger, glaube ich. Also vielen Dank, dass du hier warst, Micha. Und viel Spaß noch, ne? Anjo schreibt, hab das überlebt, hatte Herzinfarktgefährdung. Deswegen. Oh ja. Okay. Ja, freut mich ja, dass du das. Ist die größte Gefahr wohl vorbei erstmal, ne? Angstzustände. Ja. Bist du denn jetzt mit deinen Eltern, was hast du denn jetzt für eine Verbindung zu deinen Eltern? Hat sich das verbessert? Also ich nutze jetzt mal die kurze Pause nochmal, um meinen nächsten Satzang anzukündigen. Online-Satzang, der ist dann am ersten Weihnachtsfeiertag, ein Weihnachtssatzang am 25.12. wieder 19 Uhr. Wieder am selben Tag mit OWK Edgar Hofer zusammen, der eine Stunde später macht. Hat sich jetzt nochmal so ergeben, dass wir da uns überschneiden. Ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr Weihnachten reinschaut wieder. Und ich freue mich schon drauf. Ist mal was anderes so, ne? Weihnachten mal so einen Satzang zu machen. Also, Wiedersehen macht Freude und ja, schon mal vielen Dank für eure Teilnahme hier und die vielen Beiträge mal wieder. War sehr schön für mich und ja, machen wir weiter so. Jo hier schreibt Tschüsskes und danke. Jo, ja, Jo hier. Vielen Dank auch dir für deine Beiträge. Und jetzt aber nochmal zu Anjo, bevor ich. Boris, danke dir jetzt. Ja, Boris, danke dir auch. Schön, dass du hier warst. Aber Anjo hat noch was geschrieben. Meine Eltern sind tot. Mein Vater ist mir nah. Meine Mutter, auch sie war Missbrauchsopfer und hat auf das Gerede der Leute gehört damals. Freue mich auf dich an Weihnachten. Okay, ja, Anjo, ganz vielen Dank für deine Offenheit hier und alles Gute für dich erstmal. Und ja, ich freue mich sehr, wenn wir uns dann Weihnachten hier wieder begegnen können. Andreana, danke dir jetzt. Danke, Andreana.
Was ein schöner Name. Ja, danke an alle. Anju fragt jetzt noch, wie kann man dich telefonisch kontaktieren und was kostet das? Erstmal, also meine Telefonnummer ist, also meine Webseite ist ja www.marion-nette.de. Die ist auch verlinkt an mehreren Stellen, auch über meinen Facebook-Account. Da ist mein Impressum und da steht auch auf der Satzanseite auch nochmal die Telefonnummer. Das ist meine normale Festnetznummer. Und wenn wir mal sprechen wollen, dann wäre es ganz gut, wenn wir einen Termin abmachen. Entweder per Mail, also sind alle Daten sind da genannt, oder auch über einen Facebook-Chat können wir auch einen Termin abmachen. Und das kostet eigentlich so nichts. Also man kann was spenden, aber das ist, ich erwarte das nicht. Ja. Und da können wir auch nochmal dann am Telefon drüber reden. Ja. Also erstmal so nichts, kann ich da nur sagen. Er schreibt, liebe Grüße, danke und bis, Punkt, Punkt, ja, eine gute Zeit. Ja, schön, dass du hier warst. Ich werde dich vermissen. Anju schreibt, ich schreibe ein Gedicht über, weil du so bist wie ich, mit dem Sein mit anderen. Ja, gerne. Und ich würde mich freuen, mit dir zu telefonieren. Lass uns doch nochmal, dann kann ich dir nochmal genau was auch sagen. Ne? Aber da mach dir mal keine Gedanken. Ein Gedicht über mich. Ja. Okay. Ha, hallo Lea. Schöne Grüße von Edgar zurück an dich und alle. Alles Liebe. Danke für Satzang. Ade. Ja, vielen Dank, Lea. Und auch nochmal danke für die Grüße. Ist ja toll, echt. Danke dir, dass du hier warst. Falls du es nicht mitgekriegt hast, am 25.12. ist bei mir auch der nächste Online-Satzang. Eine Stunde vor Edgar. Ja, und nochmal danke an alle. Und ich lasse das jetzt mal ausklingen. Das heißt, ich kommentiere jetzt den, ich sage jetzt nichts mehr zum Chat und lasse jetzt noch ein paar Minuten Stille. Und dann bin ich weg. Also, liebe Leute.